Vor 10 Jahren wurde der Köbogen eröffnet, der Köbogen 1, und das wird gefeiert. Ein 10-jähriger Geburtstag ist, finde ich, ein guter Anlass, um tatsächlich nochmal zu feiern, zurückzuschauen, auch in die Zukunft zu blicken. Und deshalb wird es in den nächsten Tagen hier ein buntes Programm geben. Jacques Tilly hat eine Torte gestaltet irgendwie. Der Eigentümer hat gerade gesagt, mehr Düsseldorf geht ja eigentlich nicht als eine Geburtstagstorte von Jacques Tilly. Und das ist genau richtig. Der Köbogen ist ein enorm wichtiges Projekt. Es war ein Meilenstein in der Entwicklung der Innenstadt. Mit dem Köbogen 2 ist es dann ja weitergegangen. Jetzt folgen weitere Projekte auf der Königsallee. Das heißt, hier ist eine Initialzündung gelaufen über die Projekte Köbogen und Wehrhahnlinie, die die Innenstadt wirklich in die Zukunft katapultiert haben. Und deshalb bin ich gerne gekommen, um diese Entwicklung auch noch einmal zu würdigen.